Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow Warrior 2. Die Teesachen oder das Teeextrakt wäre eingesammelt. Ich hoffe mal, Gozu ist jetzt zufrieden. Ne? Okay, I have good news and I have bad news. Give me the bad news first. A tea field has been ravaged. The workers have fled or been killed. The storehouse is empty and all the tea we found was corrupted with crude. What's the good news? The good news is that what I just said is gonna totally bum you out. I guess that's only good news to me, though. I hate you. Oh, buddy, I hate you too. Ach so, das war. Wir haben gar. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie so super Tee gefunden. ehrlich gesagt, ich würde auch ganz gern jetzt mal wieder so ein bisschen mit der Story vorankommen. Was hast du eigentlich zu sagen hier, meine Liebe? Sprechen wir über das Ritual der Seelenverbindung oder für die Seelenverbindung. There is one thing I will need in order to perform the soul joining ritual. And that is ancestral chi. Oh great, I'll just pick some up from the Piggly Wiggly. Ancestral chi is coded to each individual person and carried in the spirit of their families. I need a close relative. Or a body part. Hey, no problem. I'll go hack off her grandmother's arm. Grandmother. No. Not enough power. It needs to be a parent or a sibling. She's an only child, and her mom's dead. Then you're looking for her father, I suppose. And how the fuck are we supposed to find him? Bring me something of his, and I may be able to help you. What, like one of his old playboys? Oh, a magazine would work. Clothing is better. A weapon is best. If you can manage it. Wonderful. We'll get right on that. Boah, das klingt doch schon mal gut. So, Elementar-Knockout gäbe es und neue Gauss-Gewehr. Klingt gut. Machen wir. So, any idea where your dad is? No, but I do know who does. My dear darling Mima. Mamushi Heka. You know, you're not as stupid as they say. She's not going to tell us anything, you know. Oh, she'll never tell us anything. But she carries something of his wherever she goes. His wakizashi. Why does she have his? He gave it to her, to mark her as his favorite. It bears his chop, and as far as I can tell, she never parts with it. So she won't mind if we borrow it for a tick? I think she'd stab out your eyes if you looked at it too long. You know, some people probably find that off-putting. But I love how direct she is. Ich gehe noch gerade kurz Zeug verkaufen, dass wir ein bisschen mehr Geld haben. So. Ausschuss haben wir keinen. Wir verkaufen. Oh, guck mal. Frost behalte ich vielleicht noch kurz. Behalte ich nicht. Weil verklickt. Egal. Das kann auch mal alles weg hier. So, und dann haben wir wieder Geld. Und weniger Zeug dabei. Gut, nächste Mission. Achso, wir haben ja noch einen Skillpunkt. Energietasche, Höchstmann Energiemunition, Projektilen. Haben wir denn sonst noch irgendwas Sinnvolles? Ich meine, ich benutze ja von den Dingern auch nichts großartig. Heilende Flamme. Vielleicht können wir die ja mal skillen. So. Mission. Hauptmission. Starten. Schauen wir uns das mal an.
Erst mit dem Chi-Schlag, vielleicht wäre das tatsächlich mal ganz sinnvoll, den ein bisschen öfter einzusetzen. Aber andererseits, bisher komme ich ja auch so eigentlich gut zurecht. Wie gesagt, ist eine angenehme Schwierigkeitsstufe, ich komme gut durch, ist jetzt nicht zu einfach, aber auch nicht zu herausfordernd, dass ich Probleme hätte. Passt. So spiele ich das dann ganz gerne. Dass ich halt einfach die Story genießen kann. Tamtam, Armbande. Tamtam, wo ist... Nee. Once we find your dad, we need to chop off one of his body parts. I can think of a few that could go. Ooh, remind me not to cross you. Little late for that, isn't it? Okay, remind me to run the other way once you get your body back. With pleasure. Hm? Oh, hallo. Tja, Kollege, du bist schnell, ich aber auch. Das ist nicht mit dem Schwert. The ugliest thing I've killed today. So, danke für das Zeug daraus. Was ist jetzt? Ach du. Irgendwie wird mir das gerade zu viel da oben. The ugliest thing I've killed today. Meine Güte. So, bitte da hoch. Bitte per Doppelsprung hoch. Danke. Und dann da dran festhalten. Das wäre schön. Nee, willst nicht? Da vielleicht? Dann gehen wir halt da hoch. So, Kiste. Geld. Da wäre auch noch Geld. Ja. Dann gehen wir mal los. Wir hätten auch, fällt mir gerade ein, noch Muni kaufen können. Aber vielleicht finden wir jetzt hier auf dem Weg ja noch was. Das war ein bisschen nah dran, aber es hat ja gereicht. Es rollt und wir müssen hier entlang und da hoch. Gut, interessanter Weg, aber so soll es dann wohl sein. Hi, wie geht's? Baumgesicht. Ja, gerade das Falsche genommen. Looks like this is in your month. Aber es hat gereicht. Oh, der Hase ist ein bisschen aufgeregt, scheint mir. Auch aus Stahl oder so. Hm? Stahlhase. Auch ein schöner Name eigentlich. Oh, da wollte ich. Ich wollte eigentlich. Boah. Eigentlich wollte ich ja da hoch. Das war's dann mit dem Dynamit-Zeug. Es geht... Moment. Hui. Darunter. Wir haben einen Checkpoint. Das ist doch schön.
Okay, wo sind wir hier? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Das sind nur ein paar Yakuza, das geht ja normalerweise. Einigermaßen. Wie gesagt, normalerweise ist das kein Problem. Hier sollen wir wohl rein. Das ist doch schön. Kommen wir wahrscheinlich nicht. Oh, da hat jemand gegengeschossen. Also erstmal außenrum. Hm, vielleicht nochmal auf den Bogen. Das könnte eventuell helfen. Da hinten wäre ein bisschen Lebensenergie oder ein Lebensschrein, wenn man so will. Danke. Mich gerne mit. Sind die da oben auf dem Balkon? Scheint mir fast so. Hi! Dann ballern wir hier mal durch. Was du denn da? Hey, das war fies. Das war's wirklich. Okay, möchtest du da runterkommen oder sollen wir dich runterholen? Scheinbar nicht. Ah. Ach, scheinbar habe ich dagegen geschossen mit dieser mit dem Gewehr. Killing you guys is wrong. I don't want to be right. Wusch. Oh. Honey, I'm home. Miss me? Na komm. Nehmen wir mal mit. You have done well to make it this far, Lo Wang, but this is where your journey ends. Really? Bummer. I'll let my travel agent know. What a pity this is your last day alive. You'll never realize that being clever is not the same as being wise. Kobun! Kill this asshole. Something tells me Mamushi Heka isn't just going to give us this sword. You worried about losing a fight to a grandmother? No, I wanted to make sure you were okay with it if things got messy. The messier the better when it comes to that bitch. Hm. Irgendwie scheinen die sich nicht so zu mögen. Na gut, sie ist ja auch nicht besonders nett. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ah. So, dann können wir euch mal zerlegen. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuckfaces? Shotgun wäre, glaube ich, auch hier gar nicht so verkehrt. Oder ist wieder viel kaputt gegangen? Irgendwie das alles sehr... Oh, guck mal. Alles sehr brüchige Einrichtung. Na gut, ich glaube, hier bei diesen ganzen Papiertüren ist das auch nicht weiter verwunderlich. Ja, wer denn sonst? Do you feel lucky, asshole?
So, du kannst da mal weg. Danke für die Errungenschaft. So, bin hier gerade alle so. Ah ne, der ist jetzt wieder schon zu weit gegen Feuer. Boah. Aber echt jetzt, der eine ist gegen das, der andere ist gegen das. Dass ihr euch mal nicht entscheiden könnt hier. Meine Güte. So, Leben bitte, danke. Puh. Ja, einigermaßen heftig, aber wir haben es überstanden. Das freut mich. Da oben ist noch eine Waffe. Nee, hier ist noch eine Waffe. Ach, schau mal eine an. Neue Klingen. Könnte ich mir tatsächlich mal anschauen. Hopp, die werden dann doch langsam besser als die Zaibatsu-Klingen, die wir haben. Dann hole ich da mal die Dings raus. Dann haben sie dann doch mal so langsam ausgedient. Elementar, Elektrizität, nee, Verbrennung bitte. Du machst plus 12 und du machst Anfälligkeit. Dann nehmen wir die einfach mal beide. Und dann noch, genau, weniger Elementarwiderstand. Jep, sieht gut aus. Achso, es sind ja noch die falschen. Dann müssen wir die ja noch ausrüsten. Bitte minus. Bitte plus. So, haben wir zwar keinen tollen Fernkampfangriff mehr, aber gut. Irgendwann ist es auch Zeit, sich von dem mal zu verabschieden. So, speichern bitte. Oh, wir haben jetzt eine Kiste übersehen. Soll mich nicht weiter stören. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Küche. Sieh mal eine an. Dann geht's ab in den Keller. Bin ja mal gespannt, was sie sich hierzu an Verteidigung zusammengesucht hat. Da ist noch eine Kiste. Die nehme ich auf jeden Fall mal noch mit. Wegen Geld und so. Und dann ist da wirklich eine ganze Menge gelagert. Sieh doch mal einer an. Echt relativ viel hier zu erkunden. Abgesehen von diesem Raum. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Folgenstopp und dann werden wir uns wahrscheinlich da hinten dann der guten Dame stellen müssen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.